Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Hallo. Heute mit dem Bram, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns an Fabio Wippmer Videogame Grand Theft Bike. Das ist vorgeschlagen worden von Phoenix auf unserer Webseite. Vielen lieben Dank dafür. Und es geht wohl darum, dass hier GTA-mäßig gefilmt Biked ist. Wird. Ja, nice. Also gucken wir uns mal an. Wir sehen es, glaube ich, direkt am Anfang, worauf das hier hinausgeht. Ja, die Map schon so zu machen, schon. Schon mega aufwendig. Der Kamera ist große. Boah! Wasted! Ja, steht das sogar wirklich? Ja, nice. Alter. Das wäre ich aber auch enttäuscht. Lol. Okay, die Ladescreens sind auch nice. Der Ladescreen geht viel zu schnell. Ja, stimmt. Der braucht eigentlich 100.000 Jahre so. Er ist nicht online, Bram. Ja, stimmt. Das ergibt mehr. Okay. Das hat damals YTT hat das so in der Art mal gemacht, wa? Ja, das muss mit einer Drohne gemacht worden sein. Das ist ja mega gut. Das Fahrrad hat doch so einen Fahrradhattensitz, aber der ist echt weit unten. Ja, stimmt. Stimmt. Der sitzt ja auch nie. Sogar die Sounds. Das ist sehr nice. Wo ist der da? Geografie-Quiz hier mal kurz? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich würde sagen, irgendwo am Mittelmeer. Ja. Ja? Wirklich? Ja, okay, die Kameraeinstellung kannte ich jetzt nicht. Ja, moin! Der Kantine da rum. Lol. What the fuck? Monster-Star. Alter, okay, das ist krank. Okay, es geht hier mehr um die BMX-Tricks, ehrlicherweise. Ja. Das mit GTA ist mir so ein Bonus. Gimmick dazu. Ja. Nein, tut er nicht. Auf wie lange haben die für den Parkplatz gewartet? Oh, zwei Sterne! Ah, nein! Nice. Okay, das ist ja mega geil. Cool. Das ist richtig gut gemacht, Alter. Richtig gut. Sind die chillt da so auf der Wand und guckt nicht mal hin? Wie oft hat der sich dabei allein auf die Fresse gelegt? Lol. Was, jeder Shot hat hier auch richtig Planung da drin, oder? Ihr glaubt, also ich würde jetzt tippen, jeder Shot hat die Planung. Wir haben ja auch gesehen, dass er zwischendurch auf so Matten gesprungen ist und so. Ja, also ja, dass die das beiden, vorher die da quasi saßen, draufgedruckt ist. Ja, ja, genau. Der Van wurde mit Sicherheit auch verstärkt, sondern ist nicht einfach ein ganz normaler Van, so vom Dach her. Kann ich mir auch vorstellen, ja. So, wenn du dir das im Hinterkopf behältst, dann ist das ja unendlich aufwendig hier die Greifen. Ja, guck mal, wir haben jetzt erst 2 Minuten von 9,5 und das war schon jetzt schon eine Woche Arbeit. Ja, ja, die beiden Typen, über die er drüber gesprungen ist oder die ganzen Leute, an denen er vorbeifährt, die müssen ja alle eingeweiht sein und so. Ja, hast ja gesehen, da stehen auch voll viele mit dem Handy daneben und machen Videos. Ja, krass. Okay, Alter! What the fuck? Was tust du da? Wer denn jetzt? Nein! Aber war knapp, mit dem Gehirn aber knapp gewesen. Das ist ja mega cool. Alter, das ist saustark gemacht. Ja. Hey, good to see you back. Monte Carlo Casino. Oh, lol! Ja. Das ist unsere Money Challenge. Jawohl, 7 Millionen, easy. Moment, ist er dann in Monaco? Ja, ich würde auch sagen. Das ist Monte Carlo Club, stand da. Ja, dann wird er in Monaco sein, wahrscheinlich. Ja, cool. Das ist 10 von 10. Awesome, what the fuck? Like it. Okay, jetzt kommen die einfachen Shots. Oh, das ist aber von Drohnen her gar nicht so simpel. Warum? Ja, dass du quasi genau die Kameraeinstellung so hinbekommst, wie das bei GTA ist, fand ich jetzt gerade. Ach so, mittig meinst du? So in der Kurve, ist schwieriger, als man denkt. Aber ich glaube, das Video ist hochgespeedet. Nein! Das übliche halt. Da fahr ich auch mal rum. Holy shit. Da oben nicht mehr Leute drauf sitzen, wundert mich so ein bisschen, wenn ich echt bin. Die Brücke hat schon so den Winkel, dass das machbar ist. Ja, Fun Fact, in Deutschland sind davor so Stachelnoppen, damit man da nicht hochläuft. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Klar, ja, klar, die hat den Monaco nicht. Da war übrigens gerade die Formel 1-Kurve.
Wenn wir nochmal darauf achten jetzt hier, ne? Da, das ist Teil der Formel 1 Strecke, wenn du Monaco Formel 1 gefahren bist. Ah, guck mal, die Curbs liegen da immer. Ja, scheinbar, wusste ich auch nicht. Ehrlich, aber hey, dann haben die so Betonbomber da hingestellt, damit du da nicht auf den Gehweg fährst. Stimmt, links kommen dann wahrscheinlich auch Curbs drüber, über die Randsteine, weil sonst ist ja kacke. Ja, krass. Und da waren auch welche, ist ja witzig. Ich glaube, da rennt einer hinterher, das ist gar keine Drohne. Drohnen? Cheatcode. Was hat er denn jetzt gemacht? Er hat sich Leute dazu. Ja, moin. Oh! Willst du das PP machen? Ja. Ja, gut, der hat die ganze Zeit einen Red Bull Helm an, ne? Also, das war schon obvious, dass es von denen. Ich sehe hier keine Markierung. Ah, ist. Das ist, glaube ich, auch von Red Bull produziert wieder. Ja. Sie bei sich selber Werbung machen? Ja, aber das ist ja nicht der Red Bull-Kanal, das ist Fabio Wibmer. Aber ich weiß jetzt, was du meinst mit der Perspektive. Ja. Jawohl. Prepared the line. Sick, let's ride it. Voll nice. Als ob da einer im Garten so eine geile. So einen geilen Parcours stehen hat. Ja, moin. Du darfst echt keine Angst haben davor, den Arm zu verlieren, ne? Nee, ja, wenn du so. Der hat meinen Helm an. Ja, moin. Wirklich gut aus. Das, okay, Entschuldigung. Du darfst keine Angst haben, dein fucking Leben zu verlieren. Ja, ja. Erhöhen wir da drauf. What the fuck? Weißt du, warum der weiter links fährt als rechts? Ja. Lieber links runterfallen als rechts. Alter. Ich würde das nicht tun. Ich auch nicht. Abgesehen davon, dass ich das nicht kann, aber selbst wenn ich es können würde. Na, ich würde mir schon zu toll eigentlich Tennisse gerade ja, aus, nee, so komm, zu fahren. Okay, dann würde ich lieber am Staudamm rumeiern als da. Boah. Holy shit. Ja, Alter, das Fahrrad ist doch lost, oder? Ja, weiß ich, gute Frage, ich glaube. Also. This is so exciting. Are you around here more often? I will try. Wait, where are you going? I just need a little. Alter, ich bin total. Ja, und jetzt fliegen wir nach Hubschrauber. Ah, okay, stark. Red Bull hat richtig ausgepackt. Holy shit. Genau. Das ist heftig. Natürlich kann der selber Helikopter fliegen. Nee, der sitzt auf dem Beifahrer. Der rechte ist Beifahrer, linke ist Beifahrer. Okay. Rechts ist beim Hubschrauber Main. Okay, das ist aber auch eine geile Position zu landen. Krass! Alter, das alles für ein Video. Alter, ich bin, Alter, mega flashed. Aber Red Bull hat ja auch seinen eigenen Fernsehkanal, da läuft das wahrscheinlich auch hoch und runter, das Video. Ja, aber ey, was das Organisator schon Aufwand sein muss. Ich weiß nicht, ob der Servus TV ist. Doch, ich glaube, das ist der Red Bull-Kanal, ja. Weil da laufen nämlich auch immer richtig crazy Videos. Du kannst doch nicht einfach so runterfahren, du musst die Strecke doch vorher abgehen und so weiter genau wissen. Ja, und können. Wissen, wie schnell wo. Hätte ich jetzt auch getippt, Alter, ja genau. Ist immer noch nicht zu Ende, alles klar. Doch. Das war unfassbar awesome. Oh. Ja. Ja, wird immer eingeschlagen. Ganz wichtig.
Oh. Oh. Au. Alter. Alter, ist die schnell. Die war richtig schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ei. Oh. Ei. Ei. Ja, sag ich doch, du darfst keine Angst haben, dein Leben zu verlieren. Ja. Oder deine Kinder. Das war der schwierigste Shot. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ah! Alter, sie hat alle preparen müssen. Holy shit, ey. Legt er sich voll auf die Mauer. Nee, noch nicht. Boah, zum Glück nicht, ey. Der Money-Shot da gerade mit drin. Das ist der Living Room. Hier sind meine Homies. Yo, das ist Roger und Alexander. Ja, die crazy Homies always hanging out here, because they love it. Okay. Wow. Alter, ganz ehrlich, wenn der 40 ist, so ist der tot. Meinst du, der schafft 40? Weiß ich nicht, ob der 40, also... Ja, oder vielleicht wird der auch nicht... Also, das ist keine Ahnung, das ist einfach zu krank. Aber das brutal geiles Video. Alter, mega, mega, mega krass. Also, davon könnte man auch ein richtig geiles Making-of wahrscheinlich drehen. Also alleine das, was jetzt hinten am Ende der kurz zusammen dran geschnitten war, fand ich auch schon also mega. War auch schon nice, ja. Wow. Also Phoenix, ja, danke für den Dank. Vorschlag. Ja, das war ein geiler Vorschlag. Der hat uns richtig Freude bereitet. Kanal ist unten verlinkt oder Originalvideo ist unten verlinkt. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr von dem geilen Scheiß. Könnt ihr mal Fabio abchecken. Und vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.